Wir sind zu Gast im Wohnzimmer von Maria do Carmo im Nordosten von Brasilien. Maria ist neben ihrer Rolle als Mutter und Ehefrau auch Hängemattenknüpferin. Dieser Beruf folgt einer langen Tradition in Brasilien. Er ist dort so verbreitet wie in Europa etwa der des Goldschmiedes. Ihre besondere Sorgfalt gilt dem Makramee, dem netzartigen Geflecht am Ende des Gewebes, ein typisches Erkennungsmerkmal brasilianischer Hängematten. Die Brasilianer lieben ihre Hängematte. Sie hatte schon lange Zeit vor der Entdeckung des neuen Kontinentes als Sitz- und Schlafstätte eine große Bedeutung im Alltag der indigenen Bevölkerung und genießt seither Kultstatus. Noch heute verbringen geschätzte 20 Millionen Brasilianer die Nacht in der Hängematte statt in einem herkömmlichen Bett. Das Zentrum der brasilianischen Hängemattenfertigung befindet sich in Fortaleza im Bundesstaat Ceará. Zu Weihnachten steht im Stadtzentrum sogar ein Weihnachtsbaum, geschmückt mit Hängematten. Für die Knüpferinnen bedeuten die Herstellung und der Export der Hängematten eine willkommene Einkommensquelle. Das hochwertige Handwerk in Heimarbeit auszuführen, bietet ihnen viele Vorteile. Sie können tagsüber für ihre Kinder da sein und festigen die familiären Verhältnisse und nachbarschaftlichen Strukturen. Genau wie Fußball oder Samba steht auch die Hängematte für Brasilien. Mit jeder, die in den Export geht, wird auch ein Stück nationaler Identität und Kultur weitergegeben. Brasilianische Hängematten sind wegen ihrer hohen Qualität und ihrer besonders aufwendigen Verarbeitung weltweit gefragt. Sie gelten als Garant zur Entspannung und richten sich an anspruchsvolle Hängemattenliebhaber, die die vielen Details, die Verzierungen und das präzise Handwerk zu schätzen wissen. Das Makramee bildet die funktionale und pittoreske Verbindung zwischen Liegefläche und Aufhängung. Die netzartige Struktur verteilt das Körpergewicht besonders gleichmäßig und bietet dem Benutzer einen unvergleichlichen Komfort. Das wohl typischste Erkennungsmerkmal brasilianischer Hängematten ist die Veranda, die Zierborte an den Seiten der Liegefläche. Sie verleiht der Hängematte die besondere, für Brasilien so typische Silhouette. Das Gewebe der Liegefläche lässt La Siesta in Brasilien auf ganz besondere Weise fertigen. Durch die Diagonal-Stretch-Webtechnik erhält der Stoff eine spezielle Struktur und man kann sich besonders bequem in der empfohlenen diagonalen Position in die Hängematte hineinlegen. Brasilianische Hängematten begleiten ihren Besitzer oft ein Leben lang. Sie schenken täglich Freude und Entspannung.